Ideen liegen eigentlich überall auf der Straße. Ich kann Ihnen sagen, ich ging neulich mit meiner Frau bei uns um den Häuserblock und dann sahen wir, wie aus einer Haustür ein Sarg getragen wurde. Das war natürlich für mich der Anfang für einen Roman, nur lag dann bei mir in dem Sarg kein Toter, sondern ein Vampir. Nee, kein Autor, Regisseure. Ich bin ein riesiger Kinofan. Damals war für mich Hitchcock wichtig und ich gehe mal wieder zurück in die 60er Jahre, da fing James Bond an. Und James Bond war der Vorreiter für alle möglichen Agentenfilme. Egal, aus Frankreich, aus Deutschland auch und dann wieder aus England, Amerika. Und diese Sachen haben mich sehr inspiriert. Die habe ich auch alle gesehen. Und was heute im Fernsehen läuft, das denke ich, ja, manchmal gucke ich es mir an, ist sehr nett anzusehen. Kino ist für mich sehr wichtig, und zwar aus folgendem Grunde: Ich mag Regisseure. Ich selbst komme mir nicht vor wie ein Autor, sondern wie ein Regisseur. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, habe ich vor meinem geistigen Auge eine riesige Leinwand. Und darauf lasse ich die Figuren agieren. Der eine geht hierhin, der andere geht dahin. Ich schreibe sehr direkt. Die Taz hat mal eine Überschrift geschrieben. Er schreibt, wie Spielberg filmt. Also zwischen Leser und Papier ist nichts. Keine gedrechselten, gedrehten Sätze, sondern direkte Handlung, die auch wirklich manchmal von den Lesern gefressen wird. Es gibt ja die unterschiedlichsten Typen von Autoren. Ich gehöre zu denen, die sehr visuell sind. Und wenn mir mal nichts einfällt, was auch passieren kann, aber das heißt, dauert höchstens 3, 4 Stunden, dann setze ich mich entweder in die Ecke, gehe unter die Dusche oder fahre mit meiner Frau nach Köln, Düsseldorf, laufe ein bisschen rum, ohne die Stadt irgendwie zu sehen, aber irgendwo kommt dann eine Idee und dann geht's, zack, habe ich. Ich bin als Autor nicht sehr reisefreudig und es gibt ja da das Gerücht, dass ich noch nie in England war oder auf den britischen Inseln. Das stimmt. Ich war noch nie in London. Als Autor muss man ja immer viele Ideen haben. Und wenn ich an Fotografien denke, dann ist das so, dass ich mehr aufs Fernsehen gehe. Ich sehe viele Kulturberichte über andere Länder, über fremde Sitten und Gebräuche. Und ich habe auch Bücher mit Fotos. Und es kommt ja mal vor, dass einem nichts mehr einfällt. Ich meine, entweder fahre ich weg und so weiter, aber ich blättere dann auch in Büchern nach und sehe dann Fotos, die mir besonders gefallen. Das kann mit Mode zu tun hängen, das kann mit Einrichtungen zu tun hängen, aber auch mit hervorragenden, aus der Luft fotografierten Landschaften. Und dann lege ich mir das neben meine Schreibmaschine und beschreibe das genau in meinen Geschichten. Ich suche ja immer wieder nach Hauptpersonen und wenn ich an Fotografien denke, dann könnte natürlich auch mal der Fotograf des Teufels was machen. Ja, das habe ich allerdings irgendwann in meiner großen Geschichtensammlung schon mal geschrieben, aber das kann ja wieder neu sein, das braucht. Ist ja nicht unbedingt eine Wiederholung, ja, der Fotograf des Satans oder so. Ich bin ja froh, dass ich auch mal für was anderes etwas schreiben kann, wie jetzt Photokina Pioneers, aber ich habe keine John Sinclair-Geschichte geschrieben, sondern eine ganz neutrale. Und das Ende, das verrate ich nicht, denn das wäre mit John Sinclair nicht gegangen. Das ist ziemlich böse. John Sinclair ist ja einer, der letztendlich immer gewinnen muss und das hätte ich da nicht geschafft. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine Geschichte mache, dann muss das irgendwie mit der Zeit zusammenhängen, die wir jetzt auf dem Büchermarkt erleben, sage ich mal. Seit einem Jahr gibt es ja unheimlich viele Vampirgeschichten. Wie bis zum letzten Abendmahl oder bis zum letzten Morgenrot, wie die alle heißen. Ich habe ja schon früher immer über Vampire geschrieben und habe mir natürlich mein Lieblingsthema vorgenommen. Vampire, da geht ein junger Mann in einen Blutwald, wird vorher von einer Wahrsagerin gewarnt und erlebt dann sein blaues Wunder.
so Geschichten, wie ich sie jetzt geschrieben habe, wären natürlich auch gut für Leute, die fotografieren. Denn es ist so, sie haben nur einen Handlungsort. Sie brauchen dann nicht zu wechseln. Sie können in einen Wald gehen und vor allen Dingen bei Dämmerung und können sich da die tollsten Sachen ausdenken. Fotografie ist immer noch eine Sache, die mir Spaß macht. Ich mag nur nicht diese neuen kleinen Kameras, die jeder hat, eben hinhält, knipst und das oft 80% Müll ist. Ich habe noch lieber wir haben noch so alte Kameras, eine Spiegelreflexkamera, eine alte. Da muss man einstellen, da muss man in Ruhe ein Motiv aussuchen und wenn die Bilder dann gelungen sind, dann freut man sich, wenn man sie in der Hand hält und nicht auf digital irgendwo auf dem Fernsehbildschirm sieht. Allerdings habe ich dann auch Probleme mit den alten Kameras. Die Zeit ist nicht mehr da. Die Leute sagen, ja, mach mal ein Bild, mach mal ein Foto und so weiter. Ich sage, Moment und so weiter, stell dich mal da hin, da ist die Sonne und so. Um Gottes Willen, nee, da bin ich ja schon weg. Also greife ich immer öfter zu dieser kleinen Digitalkamera und mache da meine Fotos. Fotos mache ich vor allen Dingen gerne von Landschaften. Und ich bin ein Freund der See, aber auch der Berge. Und ich suche dann nicht irgendwie eine Welle, die XY ist, sondern warte, bis ein bisschen Sturm kommt, fotografiere da Wellen oder in den Bergen eine besondere Schlucht oder irgendeinen besonderen Hintergrund, ein altes Haus und auch dann natürlich meine Familie, meine Frauen, meine Kinder oder Enkelkinder. Landschaften sind auch für mich etwas Besonderes. Ich liebe die Natur und es ist komisch, es gibt Leute, die schreiben mir, ich lese ihre Romane auch wegen der Landschaftsbeschreibung. Also wenn ich etwas sehe, das bringe ich natürlich in meine Romane mit ein und beschreibe dann auch die entsprechenden Landschaften. Fotografen gibt es viele gute. Die meisten sind natürlich besser als ich, auch die Hobbyfotografen. Aber ein Fotograf ist mir in Erinnerung geblieben, jetzt können viele lachen, das ist Helmut Juten. Der Mann, der natürlich die Frauen liebte und fotografierte. Und dann denke ich auch an Jim Rakete. Und ich war in Kunstausstellungen, weil ich öfter auf der Kunstmesse bin, aber den Namen habe ich vergessen. Hin und wieder, wenn ich eine meiner Lieblingssendungen sehe, Kulturzeit auf Dreisat, dann kommen wieder Fotografen, die jetzt meinetwegen 80 geworden sind oder denen man wieder eine Retrospektive gönnt, kommen dann wieder zum Vorschein und dann faszinieren mich die Bilder doch. Vor kurzem habe ich einen Fotografen erlebt, der fotografierte nur durchs Fenster. Alles, was hinter dem Fenster ist, egal ob Knast, ob normale Fenster, der holte sich die Motive, die er hinter den Fenstern sah, sogar aus dem Bullauge und so weiter. War ein Bericht im Fernsehen, ich glaube in dem WDR3. Ich habe natürlich selbst auch Bilder und ich bin ja nun ein alter Sack. Ich sammle noch, wie früher, wir haben Fotoalben und wir haben natürlich die großen Krabbelkisten. Neulich waren meine Enkel da und da hat meine Frau wieder eine der Kisten geholt und hat den Kleinen gezeigt, wie die Mama, also unsere Tochter, mal früher ausgesehen hat. Die hat natürlich einen Riesenspaß.